Mein Name ist Liat Abul Ella und ich bin Gründer und Geschäftsführer der HPS, Home Power Solutions GmbH. Herzlich willkommen erstmal zum neuen Video bei uns im Kanal. Heute werden wir uns mal ganz speziell mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen oder mal wieder, immer öfter. Wir sind heute zu Besuch bei HPS, Home Power Solution. Wir sind zu Gast bei SIAD. Ganz herzlich willkommen. Danke, dass wir bei euch sein dürfen. Und ich würde sagen, du stellst dich erstmal vor und die Idee, was ihr hier eigentlich macht in Adlershof, denn wir hatten eben schon so ein Vorgespräch und das ging schon richtig zur Sache. SIAD, stell dich einfach mal vor, bitte. Ja, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Liat Abul Ella und ich bin Gründer und Geschäftsführer der HPS, Home Power Solutions GmbH. Ja, wir sind direkt im Gespräch reingestolpert, eigentlich in die Thematik, was ich an sich auch sehr schön finde, weil man dann sofort spürt, dass es unser aller Leidenschaft ist. Genau, wir haben gerade schon gesagt, lass gleich die Kamera an und gleich mitfilmen. Ja. Also Home Power Solution. Solution hört sich immer an, ihr habt den Stein der Weisen gefunden. Was macht ihr? So würde ich es nicht ausdrücken. Wir haben, weil die Idee, die wir verfolgen, die ist gar nicht so neu. Also Wasserstoff als Energiespeichermedium zu nutzen, im Gebäudesektor verfügbar zu machen für jedermann und damit die Möglichkeit zu gewinnen, die Energiewende wirklich zu vollziehen, auch im dezentralen Bereich für einzelne Menschen und dann ihre Energieversorgung CO2-frei hinzustellen. Und um das zu schaffen, braucht man ein ausgereiftes Produkt. Und das hinzubekommen mit allen Komponenten der Energieversorgung, die dafür notwendig sind, ist das, was wir hier gemacht haben und wo unsere Mitarbeiter alle sich mit drin verewigt haben in diesem Produkt. Jetzt ist ja Energiespeicherung, das haben wir ja auch bei uns in verschiedenen Videos und in vielen, vielen Kommentaren und Live-Sendungen immer. Ich frage mal ganz direkt, warum macht ihr das nicht mit einer Batterie? Die hat doch eine höhere Effizienz. Es gibt beide Technologien. Es wird sehr divers diskutiert, welche jetzt besser oder schlechter ist. Wir glauben, dass die beiden Technologien unterschiedliche Charakteristika haben und dass wir sie, je nachdem, wofür sie da sind, optimal kombiniert haben. Eine Batterie ist ein idealer Kurzzeitspeicher, ist die perfekte Leistungsreserve. Eine Batterie ist spezifisch relativ teuer und eine Batterie hat halt auch eine gewisse Energiedichte und Selbstentladung. Wenn man sie verwendet. Das heißt, dafür hat sie zum Beispiel auf der positiven Seite, hat sie extrem niedrige laufende Kosten, wenn ich sie erstmal angeschafft habe. Also dann ist das super. Der Wasserstoff, mit dem kann ich spezifisch gesehen viel größere Energiemengen auf kleinem Raum speichern und ich kann sie auch verlustfrei über lange Zeiten speichern. Das sind die Vorteile beim Wasserstoff. Und dafür ist die Energie aus dem Wasserstoff im Betrieb wieder etwas teurer. Das heißt, also wenn ich sie verbrauche. Und wenn ich mir jetzt sozusagen unser Ziel angucke, eine CO2-freie, ganzjährige Energieversorgung hinzubekommen, gibt es zwei Arten von Energiespeichern, die ich dafür einsetzen muss. Es ist aus unserer Sicht der Kurzzeitspeicher, um eigentlich hauptsächlich den Tag-Nacht-Zyklus hinzubekommen und Leistungsreserven zur Verfügung zu stellen. Perfekte Antwort Batterie, deshalb ist die auch in unserem System. Wenn ich aber jetzt große Energiemengen über längere Zeiträume speichern muss, und das ist eben genau die Verschiebung der Solarüberschüsse aus dem Sommer in den Winter, dann ist der Wasserstoffspeicher die ideale Antwort, weil dort habe ich eigentlich wenig Zyklisierung. Wenn man es auf die Spitze treibt, zyklisiert er ja nur einmal im Jahr. Das heißt, und der hat relativ lange Standzeiten. Da brauche ich spezifisch niedrige Speicherkosten und ich brauche eine verlustfreie Speicherung und ich brauche das auf engem Raum. Jetzt müsstest du uns mal sagen, was ist jetzt die Idee hinter HPS? Also du hast es schon angesprochen, ihr wollt eine ganzjährige Speicherung ermöglichen. Hm. An wen richtet sich eure Idee? Richtet die sich grundsätzlich an alle oder ist es eher der Einfamilienhausbesitzer oder ist es das Mehrfamilienhaus? Auf eurer Homepage habe ich viel von Einfamilienhäusern so gesehen. Ja, wir haben viele, viele Ideen, aber wir haben auch jetzt schon auch einfach ein Produkt, was wirklich am Markt ist. Und unser Produkt richtet sich heute an Ein- und Zweifamilienhäuser, weil wir dort den Kundenwunsch gesehen haben und der wird uns entgegengespielt, dass Menschen das großartig finden, wenn sie CO2-frei und unabhängig leben können. Und
wollten diesem Wunsch nachkommen und das entspricht auch unserer intrinsischen Motivation, eben wirklich die Energiewende dort voranzutreiben, CO2-freie Lösungen hinzustellen. Und wir können im Ein- und Zweifamilienhaussektor diesen Traum perfekt wahr werden lassen. Wenn man jetzt auf die Häuser guckt, dann ist das limitierende Element für so eine Lösung oder ein Haus ja im Prinzip die Dachfläche. Weil über die Dachfläche, die mir zur Verfügung steht und den PV-Modulen, ergibt sich ja der Energieeintrag. Und in einem Ein- und Zweifamilienhaus habe ich einfach ein ideales Verhältnis zwischen Dach und Verbrauch, um eben die Unabhängigkeit zu erreichen. Jetzt gucke ich ein bisschen in die Zukunft. Natürlich denken wir auch über Mehrfamilienhäuser nach, Gewerbe nach und Arealnetze nach, die auf jeden Fall dann aber auch vernetzt sein müssen, weil wenn ich mir ein Mehrfamilienhaus vorstelle, dann, ich mache es mal bildlich mit den Händen ein bisschen, ich habe sozusagen hier eine Etage und ein Dach und jetzt hebe ich das Dach nach oben und schiebe eine weitere Etage rein und dann hebe ich es nochmal nach oben und schiebe wieder eine Etage rein und mit jeder Etage in dem Mehrfamilienhaus habe ich ja einen elektrischen Verbrauch. Da ist eine Waschmaschine, da ist eine Küche, eine elektrische und so weiter. Das heißt, der Verbrauch nimmt zu, aber die Dachfläche nicht im gleichen Verhältnis. Und dann kann ich irgendwann mal nicht mehr allein aus dem Solarertrag das komplette Haus versorgen. Und das heißt, das ist für uns dann was, was in der Zukunft kommt mit vernetzten Anlagen. Es ist trotzdem großartig, auch in einem Mehrfamilienhaus die Anlage drin zu haben. Sie wird auch mit einer Photovoltaik interagieren. Sie wird dann aber auch netzgekoppelt mit zum Beispiel Windstrom interagieren und helfen, Windstrom gleichmäßiger zu verteilen. Trotzdem CO2-frei ganzjährig versorgt zu sein, ist ein Schritt in der Zukunft. Und Einfamilienhäuser können den heute, wirklich unmittelbar heute, sofort die CO2-freie Unabhängigkeit vollziehen. Was für Komponenten sind jetzt in eurem System drin? Also du hast gesagt, da ist auf jeden Fall eine Batterie drin, hast du schon mal gesagt. Dann nehme ich mal an, da sind alle Komponenten, die man braucht für eine PV-Anlage, also Module, Wechselrichter. Ob die jetzt von euch kommen oder von jemand anderem, das ist egal wahrscheinlich. Das braucht es auf jeden Fall. Was ist in eurem System noch drin? Ich will ja nicht nur Strom haben, ich will ja auch Wärme zum Beispiel haben. Also was ist alles in eurem Kasten, sage ich jetzt einfach mal, in eurer Lösung alles mit drin? Genau, also die Batterien sind drin, das ist richtig. Dann die von der PV-Anlage sind Solarladeregler und Inselwechselrichter mit hoher Leistungsfähigkeit in dem System integriert. Was nicht integriert ist, weil dort haben wir auch keine Wertschöpfung und das ist wirklich ein Standardprodukt am Markt, sind die PV-Module selbst. Aber wir brauchen nur die Elektronen, wir sind auch mit allen kompatibel. Was weiterhin drin ist, natürlich das Besondere, die Wasserstoffstrecke. Das heißt, es gibt eine Brennstoffzelle in dem System, ein Brennstoffzellenmodul, es gibt ein Elektrolysemodul, es gibt einen Wasserstoffspeicher. Gleichzeitig gehört zu dem System auch noch ein Lüftungsgerät mit Wärmetauscher, ein Warmwasserspeicher mit Heizelementen, also Heizstäben drin und ein komplettes Energiemanagement, was prognostizierend die Anlage steuert. Wenn wir das Thema Wasserstoff ansprechen, dann kommt immer das Argument, ich sage es mal ja, das Argument, der Wirkungsgrad ist so gering, man müsste also viel, viel mehr Windkraftanlagen aufbauen, man müsste viel, viel mehr PV aufbauen, weil der Wirkungsgrad nicht so gut ist. Mal versucht doch mal in so als Challenge mal in einer Minute sozusagen mich davon zu überzeugen. Ihr kennt das ja, dass ich sowas öfters mal mache, dass der Wirkungsgrad bei Wasserstoff nicht so schlecht ist in eurem System. Wir reden jetzt mal über euer System. Also wir reden jetzt nicht über PKW oder Busse, sondern wir reden mal über euer System. Vielleicht auch im Vergleich zum Batteriespeicher. Also wir haben den Wirkungsgrad bei der Elektrolyse von elektrisch zu chemisch gespeichert, der liegt zwischen 70 und 80%. Elektrisch zu chemisch, was ist damit gemeint? Also Strom, den ich reinjage und den Wasserstoff, den ich hinterher konkret in der Flasche dann zur Verfügung habe. Genau, du hast praktisch eine Kilowattstunde an elektrischer Energie in Einheiten, die du reingibst in die Elektrolyse. Und die produziert Wasserstoff und der Wasserstoff hat einen Energiegehalt, also von 33,3 Kilowattstunden pro Kilogramm und die sind dann gespeichert. Und in dieser Transformation sozusagen von Strom, also Energie in Form von Strom, die dann gespeichert ist in dem Wasserstoff, dort hast du einen Wirkungsgrad von 70-80%, was schon sehr, sehr gut ist. Jetzt denkt man immer, wenn man über Wirkungsgrad spricht, das heißt, der Rest ist Verlust. Und das ist bei uns nicht der Fall, sondern wir sind im Haus. Und im Haus dezentral haben wir einen klaren Vorteil. Wir brauchen nämlich zwei Energieformen. Wir brauchen Strom und wir brauchen Wärme. Und beide kosten auch Geld, wenn ich in dem Haus lebe. Und wir haben in diesem geschlossenen System es so entwickelt, dass wir die Wärme, die dabei entsteht, ich nenne die jetzt Prozesswärme,
Die können wir gezielt in das Haus auskoppeln, und zwar über den Wasserpfad in den Warmwasserspeicher und damit die Warmwasseraufbereitung im Sommer unterstützen. Im Sommer will ich nicht heizen, aber ich will duschen und kochen, also kann ich die Wärme dort nutzen. Und im Winter kann ich die über die Wasser- und oder, wirklich und oder, auch über die Luftseite dem Haus zur Verfügung stellen und damit als Heizenergie das Haus unterstützen. Das passiert im Winter, vor allen Dingen, wenn die Brennstoffzelle läuft. Okay, und jetzt ist der Wasserstoff in der Flasche angekommen. Also, jetzt muss ja daraus wieder Strom gemacht werden. Okay, haben wir die Minute der Challenge überschritten. Das ist egal, es macht nichts. Jetzt haben wir also diese, sagen wir mal, 70-80% Wirkungsgrad bis zur Flasche. Wasserstoff ist jetzt in der Flasche. Und jetzt will ich aus dem Wasserstoff in der Flasche Strom machen, um meinen Herd zu betreiben. Dann geht das über die Brennstoffzelle, nehme ich mal an. Wie liegt da der Wirkungsgrad und wo sind wir dann am Ende beim Wirkungsgrad? Ja, also die Brennstoffzelle hat einen Wirkungsgrad zwischen 50% und 60% elektrisch. Der Rest der Energie, jetzt nochmal einmal der Hinweis, der ist eben kein Verlust, sondern der ist Wärme. Und beide Energieformen nutze ich im Haus. Deshalb, das gucken wir uns nachher im System mal an. Das ist wirklich geschlossenes System. Wenn man das einmal nachvollzogen hat, sieht man, dass da praktisch keine Wärme verloren geht und man deshalb auf einen Gesamtnutzungsgrad von 90% tatsächlich kommt. Aber natürlich nur, wenn man Strom und Wärme dann auch nutzt. Jetzt könnte man vielleicht noch einen Hinweis gucken, was ist eigentlich die entscheidende Zahl? Und jetzt bewerte ich das auch nochmal. Der Wirkungsgrad der Elektrolyse ist in unserem Fall gar nicht entscheidend. Und ich sage mal, wenn der um ein paar Prozentpunkte hoch oder runter gehen würde, würde sich an der Dimensionierung des Systems und an den Kosten des Systems nichts ändern. Weil wir im Sommer, auch wenn die Elektrolyse läuft, trotzdem Überschüsse aus der PV haben. Und ich trage jetzt Eulen nach Athen, ihr seid alle Experten, ihr kennt die Verlaufskurven. Wir gewinnen die Energie für den Winter und wir haben trotzdem noch Überschüsse. Das heißt, wenn ich jetzt dort ein paar Prozentpunkte Abweichung hätte, würde sich eigentlich gar nichts ändern. Ich habe sowieso Überschussenergie. Der Speicher, der zum Beispiel relativ teuer ist an unserem System, bleibt gleich groß. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, wo es sensibel ist. Wenn der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle abnimmt, dann passiert was, weil ich habe einen elektrischen Verbrauch, den will ich versorgen. Wenn ich den mit einem schlechteren Wirkungsgrad versorge, dann muss die Brennstoffzelle mehr laufen. Und dann braucht sie mehr Wasserstoff, also wird der Wasserstoffspeicher größer. Der kostet Geld. Wenn der Wasserstoffspeicher größer wird, muss die Elektrolyse länger laufen, also hat die auch mehr Laufzeit. Das heißt, an der Stelle ist der Wirkungsgrad der entscheidende eigentlich für die Beurteilung des Systems. Auf der Seite der Elektrolyse tatsächlich nicht. Im Prinzip machen wir eine Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn man jetzt, was gibt es auf dem Markt? Gibt herkömmliche BAKWs. Die erzeugen aber zum Beispiel eher 25-35% Strom, um hauptsächlich Wärme. Und wir kennen es aus den Anwendungsgebieten, die passen nicht mehr zu modernen Häusern, weil die laufen nicht mehr effizient, weil die ihre Wärme gar nicht mehr abgeben können. Die Häuser werden besser gedämmt und der Trend geht hin zu stromeffizienten Lösungen. Und dort ist eine Brennstoffzelle mit einem Wirkungsgrad über 50% top besetzt. Und gerade dann, wenn dort die Wärme entsteht, kann ich sie auch noch nutzen im Haus. Das sind die Vorteile, die Technologie in dieser Anwendung hat. Weil du hattest vorhin schon angedeutet, im Mobilitätsbereich muss man das nochmal ein bisschen anders betrachten. Okay, cool. Dann würde ich sagen, das wäre mal so jetzt die kleine Einführung gewesen. Okay. Und wir machen uns jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen auf den Weg und du zeigst uns mal ein bisschen, was du zeigen darfst und was ihr zeigen wollt. Und wir gucken ganz gespannt zu. Also klar, das ist eine unserer Testanlagen, in der wir einen Piquea betreiben, um es zu optimieren und zu lernen. Was ihr hier seht von der Seite, ist eine Photovoltaikanlage. Ganz normal, wie man das im Prinzip bei sich auch auf dem Hausdach aufbauen kann. Absolut. Okay. Also welche Module man nimmt, ist jetzt erstmal für die Anlage nicht entscheidend. Und wir gewinnen hier aber komplett CO2-freie Energie. Und wir haben jetzt einfach in dem Baucontainer als Testanlage umgesetzt ein Piquea-System anlaufen. Und dieses Piquea-System nimmt die Energie auf, speichert den Wasserstoff. Das seht ihr hier schon, die Speichereinheit stehen. Und die koppelt auch Wärme aus. Und wir haben dort drin elektrische Verbraucher, die praktisch den Haushaltsstromprofil nachfahren. Die beiden hier sind Verbraucher. Wenn ich jetzt auf die Sonne raufklicke, dann sehe ich, dass die Anlage gerade knapp 6,9 kW macht. Genau. Ja, okay. Genau. Und jetzt kann ich sagen, im Moment läuft der Elektrolyseur mit rund 2 kW Leistung. Der erzeugt Wasserstoff und das ist der Verbrauch. Das ist hier ein Verbrauch, der in der Anlage ist. Den kann ich übrigens gleich einschalten und siehst du auch, dass das alles live ist. Und das ist die integrierte Batterie. Die wird auch gerade geladen und hat einen Füllstand.
Und aha, das heißt, die Batterie mit knapp 4 kW, wir haben 2 kW, die in den Elektrolyseur können, wir haben gerade ein knappes kW, was hier an Strom verbraucht wird. Und das sollte und in dann Summe dann... haben wir in Summe ungefähr die 6,8 irgendwas kW Peak, die hier, die wir gerade nicht Peak, sondern die wir gerade kriegen. Okay, dann machen wir an der Stelle erstmal einen Schnitt. Guckt einfach, das nächste Video kommt demnächst, da geht's weiter.